komme gerade von einem 10,6 Kilometer Lauf mit der Apple Watch zurück und habe parallel die Garmin Fenix 5X mit dem Pulsgurt umgehabt. Hab bei dem Lauf einmal getestet, wie das mit den Pulsdaten ist, ob die in Ordnung sind. Hab auch mal beschleunigt und sowas. Hab die Anruf- oder Telefoniefunktion mit dem LTE getestet. Gehe da nochmal so ein bisschen drauf ein. Hab auch nochmal die Rundenzeiten und sowas erklärt. Und ja, das Display erklärt, Höhenmeter erklärt, Barometer und so weiter. Ein bisschen ein paar Eindrücke habe ich auch gefilmt, wo ich lang gelaufen bin. Ganz schöne Strecke hier in Hannover. Da, wo ich hier hinten in Kronsberg immer rauskomme zum Laufen. Und ja, am Ende des Films oder nach dem Laufen zeige ich nochmal, wie man sich das Ganze in der Apple Watch mit den Rundenzeiten und Segmenten, was übrigens zwei verschiedene Dinge sind, angucken kann, wie man das Ganze auch zu Strava hochladen kann über die RunGap-App. Und das ist auch ganz interessant. Bewusst benutze ich ja auch in meinen letzten Filmen, die ich über das Schwimmen und über das Radfahren gemacht habe, bewusst benutze ich ja nur die nativen Apple-Apps momentan. Ich nutze keine Strava-App. Mit einer Strava-App könnte ich natürlich direkt arbeiten, aber die finde ich auch sehr rudimentär. Ich möchte schon mit den nativen Apple-Apps arbeiten und ja, kann das Fazit schon vorwegnehmen. Ist auf jeden Fall eine Uhr, mit der man arbeiten kann. Und ja, ich hoffe, das hilft weiter. Guckt euch auch die anderen Filme zur Apple Watch Series 3 an. Ich habe so ein paar schon gemacht. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, gerne einen Daumen hoch geben und vielleicht, falls euch noch irgendwelche Fragen auffallen oder ich irgendwas falsch oder nicht berücksichtigt habe, gerne in die Kommentare. Und ja, abonniert den Kanal. Hier geht es immer um Sport, Radsport, Laufen und so weiter. Garmin, Wahoo, jetzt auch mit einer Apple Watch und so weiter. Und wir haben ja auch einen eigenen Shop, wo wir einige Produkte auch verkaufen. Und würde mich freuen, wenn ihr da dran bleibt. Und viel Spaß jetzt mit dem Film über die Apple Watch beim Laufen. Ja, heute mit der Apple Watch gehe ich laufen. Parallel dazu habe ich meine Garmin Fenix 5X um so ein bisschen die Pulswerte zu kontrollieren, ob das hier mit dem optischen Heartrate-Sensor auch bei der Apple Watch funktioniert. Bei mir übrigens, wenn überhaupt, nur an der linken Hand. Ich habe schon ein paar Läufe gemacht. Rechts optischer Heartrate-Sensor funktioniert bei mir gar nicht. Linke Hand funktioniert meistens. Ja, jetzt mal zu Anfang. Das ist ja die Apple Watch mit LTE-Funktion. Und jetzt bin ich hier noch in meinem Wi-Fi. Ich versuche mal ein bisschen weiter wegzugehen. So, jetzt sieht man die Animation. Er sucht das LTE-Netz. Und jetzt hat er es gefunden. Das sieht man an den drei Punkten. Und jetzt bin ich sozusagen per Telefon erreichbar. Jetzt gucken wir noch mal kurz nach dem Akkustand. Ja, Akkustand 79%. Und dann laufe ich jetzt mal los. Ja, man sieht den Puls. 127, 31 Höhenmeter bin ich gelaufen, 1,56 Kilometer, durchschnittliche Pace 5,52, relativ langsam, aber ich habe auch schon ein paar Hin- und Herläufe gemacht, um Aufnahmen zu machen. Ja, und die Fenix 5 zeigt auch 133er Puls jetzt an, hier geht es ein bisschen bergauf. Hier haben wir jetzt auch 133er, das heißt, das scheint zu funktionieren. Zumindest optische Herzfrequenzsensor am rechten Arm bei mir. Und das hat auch bei den letzten Läufen eigentlich so ganz gut funktioniert. Muss man mal gucken, wenn es jetzt kalt wird, ob das dann immer noch funktioniert. So ein Brustgurt ist eigentlich immer besser. So, ich bleibe jetzt mal stehen und mache eine Pause. Und dann sieht man, dass das Gerät auf Autopause schaltet. Der Bildschirm dimmt so ein bisschen ab. Das ist die Autopause-Funktion, die kann man auch deaktivieren. Ich habe die immer aktiv. Ja, und wenn man wieder losläuft, ja, geht es wieder los. Und dabei
gibt einem die Uhr auch ein haptisches Feedback. Das heißt, sie tippt einen am Armgelenk an. Wahrscheinlich auch ein Geräuschfeedback, das habe ich aber abgeschaltet. Ich schalte das jetzt mal ein und probiere das nochmal. So, jetzt habe ich auch nochmal das akustische Feedback eingeschaltet. Mal gucken, ob das jetzt auch piept. Genau, es hat leise gepiept. Ja, was noch interessant sein könnte, wie komme ich jetzt in andere Apps zurück? Einfach die Krone drücken. Dann bin ich hier wieder im Homescreen. Die grünen Punkte, da sieht man auch, dass LTE aktiviert ist. Und hier könnte ich jetzt theoretisch auch Leute anrufen. Siri sollte auch funktionieren. So, ich beschleunige jetzt mal von einem niedrigen Puls auf einen hohen, um zu gucken, wie schnell die Apple Watch mitkommt. Bin jetzt hier bei 110. Apple Watch ist noch bei 105. Ja, und jetzt mal Vollgas. So, hier bin ich jetzt bei 155. Geht noch hoch, 156. Apple Watch steht noch bei 141. Jetzt ist sie bei 157 angekommen. Ich würde sagen, so 3-4 Sekunden Verzögerung. Aber das ist ja eigentlich schon ganz gut. Mal langsamer werden. Jetzt mal 127 runter. Die Apple Watch war 134. Die hinkt so ein bisschen hinterher. Aber man sieht, dass sie auch runtergeht. Da ist halt ein kleines Delay drin. Das ist aber typisch für optische Herzfrequenzsensor am Handgelenk. Schöne Strecke im Wald. Eben war ich am Kanal. Jetzt laufe ich durch so einen Naturwald wieder Richtung Kronsberg. Und dann bin ich auch schon bald wieder zu Hause. Ja, jetzt noch eine wichtige Funktion. Wie kann ich eine Rundenzeit nehmen? Also ein Intervall, den ich gelaufen bin, wie stoppe ich den? Und es ist ganz einfach. Doppeltippen auf das Display. Ich zeige das mal. In dem Moment wurde ein neues Segment, nennt sich das, angelegt. Jetzt kommt automatisch der 5. Kilometer, der sich eingeblendet hat. Deswegen zeige ich das jetzt nochmal. Doppelt getippt. Und dann sieht man die Segmentzeit, die Pace und so weiter. Und das Ganze kann man sich später auch in der App angucken. Jeden Kilometer wird automatisch eine Runde genommen. Das war das, was eben kurz eingeblendet wurde. Das zeige ich bei Kilometer 6 oder 7 dann nochmal. So, und wenn ich jetzt unterwegs jemanden anrufen will, mache ich das über Siri. Hey Siri! Bitte ruf die Apple GmbH an. Ja, zu schlechter Empfang hier im Wald. Das hat erstmal nicht geklappt. Ich gucke mal, ob ich überhaupt Empfang habe. Ja, wie man sieht, habe ich hier keinen LTE-Empfang. Beziehungsweise 3G-Empfang. Ich bin jetzt relativ weit schon hier in der Natur draußen sozusagen. Und eine Problematik, die Apple Watch hat, ist natürlich, dass sie das Edge-Signal nicht benutzt. Sie kann nur das 3G-Signal benutzen und nicht das Edge, beziehungsweise 3G und LTE und nicht das Edge-Signal. Das heißt, ich habe hier tatsächlich keinen Empfang. Das heißt, den Telefonanruf probiere ich mal wieder weiter Richtung Kronsberg, wenn ich wieder Empfang habe. Ja, um jetzt weiterzulaufen, drücke ich hier oben wieder drauf, um den Laufscreen zu kriegen und auf geht's. Ja, jeden Kilometer tippt einem die Uhr an oder piept auch, wenn man das Piepen eingeschaltet hat, und zeigt einem, dass ein Kilometer rum ist, und zeigt einem auch die Pace des letzten Kilometers. Und da sieht man, 7 Kilometer, Pace wird angezeigt,
Leider ist jetzt natürlich ausgerechnet in dem Augenblick der Bildschirm ausgegangen. Übrigens ein Nachteil bei der Apple Watch, dass der Bildschirm nicht die ganze Zeit läuft, wie bei der Garmin. Sind wir hier am Kronsberg. Einer der höchsten Punkte hier in Hannover. Und man hat echt einen super Ausblick. Da hinten ist die ganze Stadt. Da sieht man den Deister. Da hinten Hildesheim. Und bei schönem Wetter kann man da hinten im Harz den Brocken sehen. Ein bisschen windig hier oben. Und nochmal zurück zur Apple Watch. Die zeigt mir hier 111 Meter an, das sind die Höhenmeter. Das ist ja eins der Features, was ich super finde, dass die Apple Watch, die neue, einen eingebauten Barometer hat. Das heißt, ich kann die Höhenmeter mitmessen. Das konnte die alte nicht. Das ist für mich eins der Key Features. Wenn ich Rad fahre, laufe, will ich wissen, wie viele Höhenmeter ich gelaufen bin. Und ja, das ist super und funktioniert hier auch einwandfrei. So, weiter geht's. Das mit der zu kurzen Display-Anzeige, was wir eben bei der Rundenzeit hatten, das kann man lösen, indem man auf das Display tippt. So, wenn man getippt hat, dann sieht man, dass es viel länger anbleibt. Ich meine, es waren so 60, 70 Sekunden. Es geht dann aus, wenn man den Arm wieder hängen lässt. Aber jetzt läuft es halt viel länger als eben. Das nur so als Info. Das ist eine allgemeine Einstellung, die man, glaube ich, bei Einstellungen allgemein Display machen kann. Wo man einstellen kann, wenn man tippt, dass das Display länger anbleibt, als Apple das vorgibt. Und das kann ja schon wichtig sein, wenn man jetzt mal hier länger auf die Uhr gucken möchte. So wie ich eben, um die Rundenzahl zu zeigen. Jo, jetzt zeige ich noch mal kurz, wie man per Siri jemanden anrufen kann. Ich hoffe, hier habe ich Empfang, beziehungsweise hier bin ich sicher, dass ich Empfang habe. Hey Siri, bitte ruf die Apple GmbH an. So, jetzt wird der Anruf aufgebaut. Die Verbindung steht. Anrufe werden zu Zwecken der Bewertung und Weiterbildung. Ja, und jetzt kann man theoretisch mit Leuten sprechen. Hallo Ingo, rufen Sie wegen eines Falls an, den Sie uns bereits gemeldet ja, haben. Ja, anhand meiner Telefonnummer hat er mich scheinbar schon identifiziert. Ich lege jetzt mal auf. So funktioniert das mit dem Anruf. Das heißt, wenn man einen Notfall hat, Taxi rufen muss bei der Radfahrt oder ähnliches, hat man die Chance und entsprechend kann man halt auch angerufen werden. So, fertig mit Laufen. 10,6 Kilometer, 57 Minuten. Einfach den Lauf beenden. Hier sieht man alle Daten, Höhenmeter auch. Ja, bin ich auch schon fertig. Und jetzt will ich mal gucken, wie viel Akku ich verbraucht habe. Ja, ist immerhin von 79 auf 46 runter. Das ist schon eine ganze Menge für eine Stunde Laufen. Aber wir haben ja auch viel rumgespielt, LTE benutzt und so weiter. Also für einen Marathon mit LTE würde ich zumindest das LTE ausschalten. So, zu Hause angekommen, schönen Lauf gehabt. Das Ganze mache ich bewusst nur mit den Apple-eigenen Apps. Ich habe jetzt keine Strava-App oder irgendwas direkt benutzt, weil ich halt die Experience oder erfahren möchte, ob ich die Uhr wirklich out of the box als Trainingsuhr benutzen kann.
Das hat sich bewahrheitet. Ich bin da jetzt wirklich schon 4-5 Mal mitgelaufen. Ist eine ganz gute Alternative zu einer Garmin. Natürlich nicht so mächtig wie eine Garmin, was Datenfelder und sowas angeht. Aber sie funktioniert ganz gut. Vor allem jetzt, wo der Barometer mit dabei ist und dann mit dieser Möglichkeit auch Musik hören zu können und theoretisch auch angerufen werden zu können. Das ist halt so ein kleiner Vorteil. Ne? Das hätte ich. Ideal wäre natürlich eine Garmin mit Musik und LTE. Gibt's nicht. Und jetzt mache ich das halt mit dieser Apple Watch mal so ein bisschen. Auf jeden Fall nicht blöd. Und ich zeige jetzt mal, wie die Aktivität auf dem iPhone ankommt. Da geht man einfach hier in den Punkt Aktivität. Das ist eine Apple-eigene App. Da findet man den Lauf. Ja, und dann kann man sich hier in Ruhe alles angucken, was es so gab. Höhenmeter, Distanz, Strecke, Gesamtzeit, durchschnittliche Pace und so weiter. Was ganz interessant ist, hier ist nochmal so eine Herzfrequenzkurve. Das Wetter wird noch mit eingeblendet. Und dann gibt es halt hier einmal die Rundenzeiten. Kilometer 1 bis 11 wird angezeigt, welche Pace ich in dieser Runde gelaufen bin oder in diesem Kilometer. Und es gibt aber auch noch zusätzlich Segmente. Das ist das, wo ich doppelt getippt habe unterwegs. Das heißt, ich kann eigene Rundenzeiten, also eigene Intervalle, separat von diesen 1-Kilometer-Zeiten speichern. Das funktioniert bei Garmin so nicht. Wenn ich bei Garmin eine Rundenzeit drücke, dann geht auch diese Autorunde pro Kilometer wieder von vorne los. Und das habe ich hier in dem Fall nicht, sodass das sozusagen nochmal ein zusätzliches Feature ist, mit dem man im Training arbeiten kann. Ja, und um das Ganze dann zu Strava zu bekommen, das ist für mich halt sehr wichtig, weil ich Strava letztendlich benutze, um meine Statistiken zu führen, wie viel ich im Jahr gelaufen bin und so weiter. Da gehe ich dann hier in die RunGap-App, aktualisiere das Ganze und dann finde ich hier oben Wemerode-Höfer, finde ich dann automatisiert den Lauf, den ich gelaufen bin, auch nochmal mit allen Daten. Den holt er sich sozusagen aus der Apple-App raus, holt sich die RunGap-App das aus der Apple-App raus, kann hier oben draufklicken, einmal auf Share klicken. Hier den Strava-Dienst, den habe ich einmal autorisieren müssen, bevor das geht. Drücke auf Share und dann wird hier unten die Fahrt zu Strava übertragen. Dann gehen wir mal rein in die Strava-App. Da müsste der Lauf jetzt auftauchen, wenn ich das Ganze aktualisiere. Da ist er schon. Ja, dann sieht man hier, dass man den GPS-Track, die Aufzeichnung sieht, die auch bei der Apple Watch sehr genau ist. Man sieht auch, dass die Höhenmeter aufgezeichnet wurden. Strava hat das hier so ein bisschen angepasst. Das sind keine 116, sondern 96. Strava hat ja noch eigene Daten, um das so ein bisschen zu verfeinern. Und hier die Pace-Daten, die Puls-Daten, die sehen eigentlich auch soweit ganz stimmig aus. Also da ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, das kann ja überhaupt nicht stimmen. Also das zumindest am rechten Armband scheint die Uhr bei mir ganz gut zu funktionieren. Ja, und in sowas wie Suffer Score ist jetzt eher uninteressant. Ja, und so kriegt man das Ganze in Strava rein. Das heißt, für mich ist das wirklich eine Alternative jetzt geworden. Also es ist für mich auch eine Uhr, mit der ich vollwertig laufen gehen kann, weil ich alle Daten bekomme. Und nicht so mächtig wie eine Garmin, wenn man wirklich mit trainieren will, dann ist so eine Garmin schon besser, wenn man verschiedene Datenfelder reinmachen, Rundenzeit, man kann die aktuelle Rundenzeit sich zeigen lassen und solche Sachen. Das macht die Apple Watch so leider nicht. Aber für so einen lockeren Lauf, wo es eh auf nichts ankommt, reicht die Apple Watch völlig aus. Und man kriegt ja Musik auch rein und man hat auch die Chance, angerufen zu werden, wenn man jetzt mal irgendwie die Kinder alleine zu Hause lässt. Das finde ich eigentlich sind so Features, wo ich sagen muss, ja, es ist schon eine Alternative zu einer Garmin-Laufuhr. Was natürlich ein Problem ist, ist dann am Ende des Tages die Akkulaufzeit, wenn man wirklich mal längere Sachen macht. Aber auf jeden Fall so für mal schnell laufen gehen oder wenn man auf Reisen ist, nicht nochmal eine extra Laufuhr mitzunehmen, ist es eigentlich ganz cool. Don't tell me that the good old days are over. We're two hearts running wild.